Aber man kommt auch. Das ist ein Schalter. Das ist ein Schalter. Den habe ich vorher noch nie gesehen. Ich will den Schalter betätigen. Hallo? Naja. Muss wohl erstmal warten. Jetzt geht es vorerst mal hier rüber. So. Auf diese Seite. Wir sind ja immer noch dabei, Richtung Ariel, unserer Schwester, zu kommen. So. Da sind wir eben durch. Heißt, wir waren generell schon auf dem richtigen Weg. Oder? Ja, genau, hier ist. So. Da kann man da hoch und kann dann darüber. Gut, dann müssen wir doch weiter durch diese Tür. Und dann. Ja. Ja, dann. Durch diese Tür. Und damit erhalten wir dann Zugang. Erstmal zu dem offenen Weg hier und dann zu der Tür da drüben. Das heißt, wir laufen jetzt einmal oben im Kreis rum. Und hier. War mal hier? War das hier? Ne, hier war das noch nicht. Mit dem Laser-Typen? Nee. Und hepp. Und jetzt noch einmal rüber. Und ein weiterer Gang. So, war man denn da? Da ist unsere Schwester. Und hier kommt man nicht so einfach hoch. Obwohl, doch, hier geht noch. Hier geht das noch. Hier geht das noch sehr gut. Nur da kommen wir nicht mehr hoch, weil da müssen wir erstmal die Kiste von unten runterholen. Aber beschäftigen wir uns nicht mit dem, was vielleicht sein wird, sondern mit dem, was gerade ist. Und gerade haben wir erstmal einen Haufen Probleme. Und patz! Er wusste gar nicht, was ihn trifft. Da, da, da. Aua. So, und noch ein. Und noch ein. Und weil du es verdient hast, noch ein. So geht das. Und eine weitere Glückszahlskette. Wir haben nur noch anderthalb Herzen. Also echt mieser Run für mich jetzt hier. Muss ich ja schon zugeben, aber damit ist. Haben wir die unteren beiden Scheinwerfer schon mal ausgeschaltet? Womit? Ne, insgesamt haben wir jetzt. Wir haben alle Scheinwerfer ausgeschaltet. Das war gerade der letzte. Also heißt es nun. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir kamen von da hinten und müssen jetzt hier lang. Tür rauf. Wo kommen wir denn da hin? Immer noch kein Laser. Und ab. Ganz vorsichtig sein. Und da haben wir jetzt mal offenes Feld. Hier eine Kiste. Da oben müssen wir hin. Nein, nicht da drauf, sondern schieben. Greifen, genau. So. Und ich muss die, glaube ich, sogar an den richtigen Platz schieben, damit das auch irgendwas bewirkt. Das ist jetzt für den Fall, entweder dass wir sterben sollten, oder dass wir gefangen genommen werden könnten. Man muss ja für alle Fälle abdecken, alle Szenarien einmal durchgehen. Tür auf. Und was erwartet uns jetzt? Was erwartet uns jetzt? Aha. Aha. Ein Tor. Da brauchen wir noch den dementsprechenden Krug. So. Geh mal noch ein Stück. Geh mal noch ein Stück. Geh mal noch ein Stück. So. Ich nehme an, durch diese Tür da oben müssen wir auch durch.
Das ist ja alles relativ schnell und sauber geschafft, möchte ich sagen. Wir haben echt sauber hingekriegt, ohne im Knast zu landen bisher. Das ist eine persönliche Glanzleistung, das ist mir noch nie gelungen. Aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben, auch wenn wir jetzt bereits Nacht haben. Ich könnte ja immer noch gefangen genommen werden. Man weiß es ja nicht, man weiß es nicht. Wer weiß das schon immer so genau, ne? Da haben wir schon das nächste Schwein. Ganz ruhig bleiben. Immer einen auf sicher machen. Ja, wer hat unsere Schwester entführt? Und warum? Wer ist prinzipiell eigentlich egal? Du fragst nur, warum? Könnt ihr mitraten, wenn ihr wollt. Unten gibt es ja die Kommentarbox. Für die, die das Spiel noch nicht kennen, sollte es doch noch solche Leute geben. Das weiß ich nicht. Wenn es Leute gibt, die das Spiel noch nicht kennen und das gerade bei mir schauen, ich fühle mich geehrt. Ich bedanke mich bei euch. Und nein, wir gehen noch nicht weiter. Ja, er dreht sich schon wieder um. Wirkt misstrauisch. Aber jetzt können wir dann, glaube ich, mal langsam, aber sicher. Und weg sind wir. Haha. So. Bald haben wir es geschafft. Und ich glaube, ich kann jetzt auch mal das blöde Fass hier abnehmen. So. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Anpressen. Und Schritt für Schritt ganz langsam. Schritt für Schritt ganz langsam. Aber sicher. Ah, gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Und so. Und da noch einmal. Dum, 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 dum. Und unsere Herzen füllen sich auch wieder auf. Ich drücke gerade den A-Knopf zu Tode. Man hört schon die Möwen über uns. Wir scheinen jetzt echt verdammt nah dran zu sein. So. Ah, endlich sind wir da. Da ist unser Schwert. Ja, er freut sich. Da ist das Schwert. Yay. Oh. Oh, Kacke. So. Die coolste... Das Heroenschwert wieder gefunden. Ja, sei in Zukunft vorsichtiger, denn du willst es natürlich kein zweites Mal verlieren. Ich finde echt Zelda-technisch die coolste Battle-Musik überhaupt. Bin ich mal ganz ehrlich. Es klingt einfach so episch. So, ich will den jetzt mit einem A-Smash kaputt machen. Bam! Endlich fühlen wir uns wieder sicher. Wir sind gewappnet. So. Und rein da. Ariel, wir kommen. Und sie ist nicht allein. Sekunde. Irgendwas stimmt da. Ach, Hilfe. Vogel. Riesenvogel. Wohin? Wo soll wir hin? Oh Gott. Na toll. Jetzt sind wir gerade erst angekommen und schon sind wir wieder entführt. Aber warum? Wäre mir wohl zur Wurzel allen Bösens geführt. Aha. Nur ein Kopfnicken.
Ansonsten wird uns echt keine Beachtung geschenkt. Und ich dachte, das ist ein Kopf. Und wir werden eingesammelt. Rijo. Rijo. Wach auf, Rijo. Was? Nee. Komm zu dir, Rijo. Was? Wo bin ich denn? Hä? Bist du etwa wieder bei Bewusstsein? Was, wo kommt die Stimme her? Oh mein Gott, ein sprechendes Boot. Schwerer vom Begriff, als ich dachte. Ja. Habe ich dich erschreckt? Auch in unserer weiten Welt ist ein sprechendes Schiff alles andere als eine Alltäglichkeit. Genau genommen bin ich sogar das Einzige dieser Art. Wer würde da also nicht erschrecken? Ich bin der Rote Leutenkönig. Du brauchst keine Angst zu haben, ich bin auf deiner Seite. Rijo. Ich habe alles mit angesehen, wie du zur verwunschenen Bastion aufgebrochen bist, um deine Schwester zu befreien. Ich habe große Achtung vor deiner Liebe zu deiner Schwester und vor deiner Furchtlosigkeit und deinem Mut. Aber das war zu unüberlegt. Du hast ihn doch auch gesehen, diesen unheimlichen Schatten, der den großen Vogel befehligt hat. Ja, den habe ich gesehen. Sein Name ist Ganondorf. Er hatte sich der göttlichen Kräfte bemächtigt und plante, die Welt auf ewig in eine finstere Niederhölle zu verwandeln, bevor er schließlich durch die Kräfte der Götter gebannt wurde. Der Gebieter der Niederhöllen aus der Legende ist jener Ganondorf. Ich weiß nicht, wieso das Bannsiegel der Götter versagt hat, aber jetzt, da er wieder aufgestanden ist, da er wieder auferstanden ist, wird die Welt erneut durch dunkle Mächte bedroht. Übrigens, Rijo, du hast du noch immer erst dich vor deine Schwester zu retten? Aber hallo! Du würdest tatsächlich jegliche Unbill dafür auf dich nehmen, sagst du? Aber sicher! Verstehe. Dann will ich dich von nun an leiten und dir sagen, was du zu tun hast und wohin du gehen musst. Ganondorf kann nicht durch die Kraft eines Menschen bezwungen werden. Und schon gar nicht durch die eines so kleinen wie dir. Aber mit den Kräften, die du am Ende deiner langen und strapazenreichen Queste erlangen wirst, kannst du ihn besiegen. Hast du mich verstanden? Ja, ich denke schon. Dann wollen wir sogleich das Segel setzen und aufs große, weite Meer hinausfahren. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Es ist mir ja wirklich sehr peinlich. Aber ich habe leider kein Segel, das du setzen könntest. Und ohne Segel kommen wir natürlich nie aufs große, weite Meer. So viel verstehst du von Nautik sicherlich auch, mein Junge. Diese Insel, die weit östlich der verwunschenen Bastion liegt, ist ein Umschlagplatz für alle erdenklichen Güter und Treffpunkt vieler Händler. Wenn du dich ein wenig umsiehst, wird es dir bestimmt nicht schwer fallen, ein Segel aufzutreiben. Meinst du, ich darf dich also bitten, ein Segel für unsere Sache zu besorgen? Klar, bin gleich wieder da. Auf dieser Handelsinsel findet man die unterschiedlichsten Güter. Beschränke dich nicht nur auf das Segel, sondern rüste dich mit allem aus, was dir sonst noch nützlich erscheint. Aber wir haben keine Zeit für einen gemütlichen Strandlandurlaub. Sobald du deine mit deiner... Ich krieg gerade wieder nur Wortsalat heraus. Sobald du mit deinen Besorgungen fertig bist, kehre unverzüglich zu mir zurück. Hust, hust. Ja! Die Insel. Port Money. Oh Gott. Die Gang. Klatschstanden. Alles haben wir. Und Schweine! Komm her, du Schwein! 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 Daneben nicht. So. Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Boah, so viele Leute. Hallo!
Ich habe mir kürzlich ein paar Schweine gekauft, ganze drei, um genau zu sein. Und dann auch noch diese seltenen schwarzgefleckten. Natürlich brauchen die viel Auslauf, um auch was von der guten Meeresluft zu haben. Aber da macht sich dann schon das so. Man macht sich dann schon so seine Sorgen um die Kleinen. Ja. Passiert, ne?